Leute, na, wir machen noch mal ein bisschen was mit Mindtest, um einfach mal zu zeigen, was geht und was nicht geht. Und wir haben uns eingeloggt und wenn ihr euch einloggt, dann taucht ihr irgendwo da hinten auf, also praktisch in der Nähe von diesem Waldstück dort. Das ist jetzt der 5.1 Server, also der ganz neue Server, der sollte auch funktionieren. Und wenn man ein bisschen was sehen kann, habe ich ein bisschen vorgelegt und habe mir irgendwie ein bisschen was gebaut. Und das ist irgendwie so ein kleines, das ist praktisch schon ein Leuchtturm, das heißt, man kann das Ding von ferner sehen und kann das dann finden. Und ich habe mir ein paar Building-Tutorials reingeguckt. Man darf nicht vergessen, ich bin ein absoluter Kacknoob. Und ich habe keine Ahnung von Minecraft oder sonst was. Habe trotzdem irgendwie erstmal gesehen, dass ich mir ein paar Videos angeguckt habe und mich da ein bisschen eingearbeitet habe. Und habe dann irgendwie halt mir die Idee gehabt, dass ich habe diesen Berg gefunden und darauf dann irgendwie praktisch so ein kleines Häusle zu bauen, wo ich dann ein bisschen technisch rumspiele und ein bisschen rumfreake oder sowas. Ja, dann wollen wir mal gucken, was ich gemacht habe und was ich euch zuerst zeigen werde, ist, ich habe etwas gemacht, nämlich hier 2x4 zwei Pistendoor. Also eine Pistentür mit Mindtest, das ist etwas, was in Minecraft sicherlich jeder gemacht hat, aber irgendwie hier in meinen Tests hat das noch kaum jemand gemacht und eigentlich niemand, also ich habe niemanden gefunden auf YouTube zumindest und das geht auch so ohne weiteres gar nicht, also nicht so wie das bei Minecraft geht, aber ich habe einen Weg gefunden und hier so, das ist praktisch irgendwie mein kleines Domizil, das ich mir hier aufgebaut habe. Und dann geht es eben hier oben hin zu einer Warnglocke und einem Aussichtsturm, und falls böse Mobs kommen oder sowas. Apropos böse Mobs, da kreisen irgendwo böse Mobs rum. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr reinkommt. Es könnte sein, dass sie euch abschlachten. Und das werde ich aber nicht abschalten. Ich finde, ein bisschen Leidensdruck ist gut. Und da müsst ihr dann durch. So. Ich habe das ganze Ding aufgebaut praktisch mit diesem 5x5, also mit diesem 5x5 System, das irgendwie einige Leute vorschlagen, dass man machen soll. Hier ist natürlich ein Gitter vor, damit ein bisschen Frischluft reinkommt, sonst erstickt man ja. Was ist hier die Schmiede und die Werkstatt? So, man sollte sich ja auch irgendwie immer die Räume so ein bisschen aufteilen, nicht einen großen Raum machen, wo alles drin ist. Das ist irgendwie doof. Und ja, und dann kommen wir unten an. Hier habe ich noch eine kleine Süßwasserquelle, die da so fröhlich aus dem Berg sprudelt. Die habe ich mir natürlich gebaut. Ich war nicht da. Ich habe ein bisschen geschummelt. Ich habe natürlich im Kreativmodus den ganzen Kram gebaut. Kein Word Edit oder sowas. Das war nicht nötig für diese Sache. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt kommt der Hammer. Das ist die kleine Appliance mit Mesicons. Das ist eine Art Redstone. Und ihr kennt das vielleicht von Mindtest kann das sozusagen auch. Das heißt, so eine Appliance bauen, dass so eine Tür irgendwie sich automatisch öffnet. Wie ihr seht, sind hier so kleine Pistons, das sind so kleine Schieber. Und damit das wirklich flaschig ist hier, damit es irgendwie wirklich eine klare Wand gibt, müssen diese Sachen rausgeschoben werden. Wie ist das gemacht? Naja, also wer von euch gut ist in Minecraft, kennt das theoretisch schon, aber in meinen Tests hat das noch nie jemand gemacht. Das heißt, hier seid ihr neu. Hier ist alles noch irgendwie sozusagen ungespurter Schnee. Ich weiß nicht, ob ihr Skifahrt, aber das ist schon ziemlich cool. Und jetzt wollen wir hier ein bisschen aufbuddeln und mal gucken, wie das dann aussieht. Also, wie ihr seht, das ist ein bisschen aufwendiger. Ich habe hier einen kleinen Prozessor reingebaut, der irgendwie im Prinzip das handhabt, dass wenn das Ding irgendwie schaltet, dass er die ersten Pistons schaltet, dann mit etwas Verzögerung die zweiten Pistons schaltet und das so aufmacht. Das wird in Minecraft mit Verzögerern gemacht. Fand ich irgendwie unpraktisch. Ich habe sehr viel mit diesen Wireless Nodes gearbeitet, weil das mir diese Leitung, diesen Leitungsquatsch erspart. Und im Prinzip läuft das irgendwie folgendermaßen, dass wir irgendwie, ich mache das jetzt mal hier, dass wir uns das mal angucken können. Wie können wir das sehen, dass wir irgendwie sehen, wie das Ding funktioniert? Genau, jetzt momentan ist er gerade ausgefahren. Also wie ihr seht, ist praktisch dieser Pisten ist hier reingeschoben worden von diesen beiden, und zwar das Wandding, das jetzt hier das jetzt irgendwie abschließt. Genauso wie dieses hier ist praktisch in die Mitte geschoben worden. Das sind klebrige Pistons, die das wieder zurückziehen werden, sobald der Strom irgendwie weg ist.
Und hier hinten habe ich noch einen weiteren, das ist nämlich die Energieversorgung für diese Pistons, damit die überhaupt ausgefahren werden können. Das geht nicht, in Minecraft geht das leichter. Ich musste mir hierfür etwas ausdenken. Deswegen hat das noch nie jemand gemacht. Das ist praktisch eine Dreierleiste von diesen Dingern. Diese Seite hier ist relativ primitiv, da sind sie alle nur verbunden. Und die Energieversorgung läuft hier über diesen Wireless Node. Der Wireless Node wird hier hinten angeschlossen von hier. Und also wie ihr seht, ich habe ganz schön rumfriegen müssen, bis das irgendwie alles geklappt hat. Es gibt außerdem ein weiteres Problem, nämlich dass der Player Detector, der hier oben ist, der reagiert irgendwie sozusagen auf 6 Meter Umkreis oder so. Und das heißt, hier oben 6 Meter Umkreis, das würde heißen, hier oben im Haus würde er ständig an- und ausgehen. Und deswegen fand ich das doof und habe mir was ausgedacht dazu. Hier ist aber der Wireless-Transmitter, der dann entsprechend weiterläuft. Ich schließe den Kram mal kurz. Zack. Und. Mal gucken. Zack, zack, zack. Den hier auch nochmal zumachen. Das muss eigentlich offen, alles offen sein. So. Ist er noch nicht zu. Jetzt ist er zu. Ha! Ist alles nicht so einfach. So, nochmal zumachen. Okay, man kann es nicht sehen, weil es alles dunkel ist. Gut. Das ist sozusagen das ist irgendwie praktisch diese Sache. Und der Trick ist, dass ich hier also ihr habt vorhin das Programm gesehen, ihr könnt zurückspulen und euch das merken, dass ich eine Endverknüpfung programmiert habe. Und zwar irgendwie ist hier ein Detektor unter, der genauso funktioniert wie da oben. Und und genauso. Mal kurz ausschalten. Jetzt müsste eigentlich aufgehen. Genau. So. Und genauso habe ich hier vorne noch einen Detektor, der genauso funktioniert. Und der hier ebenfalls wireless ist. Also ich habe wirklich versucht, irgendwie alles auszuschalten, was in irgendeiner Weise von diesen Kabeln abhängig ist. Das ist ziemlich doof. Und hier unter sind ganz normal irgendwie halt ein paar Pistons, die irgendwie praktisch diese Kugel, diese Dinge nach oben schieben. Das kann man hier sehen. Wenn man hier reingeht, die werden dann entsprechend gefeuert. So, wir könnt ihr sehen, ne? Das heißt, die untere wird da gemacht und der andere Kram wird von hinten hochgemacht. So, das ist irgendwie halt irgendwie Informatik in der Anwendung, wenn man so will. Das ist irgendwie ziemlich cool, finde ich. Aber also fand das immer schon cool, wenn die Leute bei Minecraft sowas gemacht haben. Aber bei meinem Test ist das alles ungesputer Schnee. Und ihr könnt dort irgendwie euch, ihr könnt die Anleitung dafür im Internet, könnt ihr vergessen, die gibt es nicht, das ist neu. Und alles andere, was in Minecraft gemacht wird, das kann man hier alles neu erfinden. Und es gibt immer Wege, das zu machen. Aber man muss ein bisschen nachdenken und darum geht es ja eigentlich, dass man irgendwie halt, also für mich ist das irgendwie immer interessant, eine Sache neu zu machen und nicht irgendwie die Sachen zu machen, die tausend Leute vor einem schon gemacht haben, sondern irgendwie halt neue Wege finden, ungespulten Schnee zu fahren, Pionierarbeit leisten, sowas ist irgendwie ganz cool. Dafür mein Test. Und diese Programmierung, ihr habt gesehen, da ist ja praktisch ein kleines Programm drin, das das irgendwie erlaubt. Und damit kann man das irgendwie ganz cool machen. Und das ist dann praktisch irgendwie so mein Batcave, wie auch immer. Jo, da kommt dann natürlich irgendwie die eigentliche Mine dahinter, die dann abwärts geht und dann Strip Mining mit TNT und Shit. Das werden wir dann sehen, wie das dann irgendwie wird. Jo, das war's schon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.